Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Ja, wir waren hier in Schlaiede stehen geblieben. Jetzt kam, glaube ich, ein paar Tage kein Platin. Deswegen, weil ich keine Zeit hatte. Sonst nehme ich eigentlich immer so spät auf. Jetzt haben wir sonntags, ich bin noch nicht lange wach. Das hört man gleich an meiner Stimme. Genau, und wir müssen jetzt hier hin, dass Lucia uns anspricht. Marcel, nimmst du die Herausforderung in der Arena an? Hui, du wirst mal zu mal stärker, oder scheint das nur so? Was ich hier mache? Oh, ich einkaufe und kaufe was und... Ich meine, ich arbeite natürlich auch in meinem Pokédex, aber... Die rauen Wogen sind meine Regen aus drüber, sehe hervor, ich ging. Ich heiße Wellen... Wie ich heiße? Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen? Wellenbrecher. Wie eine Flut spüle ich dich weg, du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut, Elektrizität tut nämlich gut. Doch wohlgemut mein Lied sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Hallo ihr zwei Hübschen, ihr wollt die Arena darin herausfordern? Dann lasst mich euch eines sagen, jung mag sie sein, doch ist sie ist auch ein wahres Genie. Ich hatte die Ehre einmal mit ihr zu trainieren und war ganz beeindruckt von ihrer Zähigkeit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen, Leiter der Pokémon Arena, führend im Ringkampf und Kunst des Liedes, Wellenbrecher Marinus aus der Weidenburg Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Nice. Also da mal viel Glück weiter, sondern Marcel. Danke. Wollte mal was gucken. Und zwar bei unseren TMs. Einfach nur, dass wir das mal Ruffy beibringen. Das ist eine, also aktuell eine Attacke hat, die vielleicht etwas Schaden macht, weil ich bin kein Fan von Bodycheck. Oder haben wir jetzt auch was für Ruffy? Auch was drauf haben. Ja, ne? Er könnte ruhig mal Drachenklau oder so lernen. Genau, hier in der Arena ist es ganz simpel. Wir müssen die Boxsäcke so verschieben, dass wir das hier benutzen können. Wir kämpfen noch gegen die Trainer, also wir nehmen jedes Training mit. Wir sind der Karateführer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Ja, für die Liebe! Nice. Für die Liebe. Ich setze mal Dunkelklaue ein. Schau mal, was das so macht. Jo. Wir machen Volltreffer. Okay, machen Volltreffer. Damit kann ich leben. Man kann sogar sehr gut leben. Ah, komm, wir lassen Ruffy mal drin. Man kann es nicht zu einfach machen hier. Was macht die Dunkelklaue an dem 25 Level am Machok? Okay. Habe ich mir jetzt etwas, mindestens bis zur Hälfte erhofft. Aber oh, geht eigentlich sogar. Na, setzen wir mal Schlitz ein. Also Ruffy. Ruffy, wie schwer bist du? Mein Fuß hat dir so viel Schaden gemacht. Gut, Level up für Ruffy. Und noch ein Marschock. Machen jetzt einfach mal Skyler rein, weil auch ein Fußkick und Ruffy wäre down. So einfach ist das. So einfach ist das Prozedere. Und eine Runde Aeros. Komm, so Overlevel sind wir gar nicht mehr. Also sind wir halt echt nicht mehr. Das ist gut. Das freut mich. Ein Volltreffer mit Aeros freut mich auch. Aber ich glaube, es hätte auch ohne Volltreffer gereicht. Marius. Bams. Guck mal, wir müssen ja gar nicht die Treppen hochgehen, so ich weiß, können wir auch hier so machen, ja. Ob das gewollt ist? Keine Ahnung. Wir sind das Karteführer. Ich versetze sie am Schlag im Namen des Muts. Ja, für den Mut. Okay. Du hast auch drei Pokémon. Finde ich jetzt gar nicht mal so gut, dass du so viele Pokémon hast. Dass ich alle so viele Pokémon habe, ey. Oh, Ruffy, du Tier. Mit Deti.
Bleib einfach mal drin. Und jetzt sagst du der dunkle Wein. Das ist nämlich sehr effektiv. Nice. Und jetzt kommt der Maschok, da wechseln wir einfach mal aus. Gegen Skyline. Dass das da auch uns nicht vor allzu große Probleme stellt. Nice. Nehmen wir diese Animation. Damn. Und damit sollte Maschok auch schon besiegt sein. Schon wieder ein Volltreffer, wow. Mich interessiert das halt auch, ob es ohne Volltreffer gereicht hätte. Ja, werden wir nicht erfahren. Wie ist denn das Karte für Reich? Was setzt ihr im Schlag im Namen der Hoffnung? Ja, für die Hoffnung! Für die Hoffnung! Was mache ich denn gegen die Dunkel? Ey, was geht ab, Alter? Wie viel Volltreffer? Aber jetzt macht Skyline keinen Volltreffer mehr. Heißt, wir werden jetzt wirklich herausfinden, woran es. Ob's. Ja, ich bin ruhig. Also, das macht keinen Volltreffer jetzt deswegen. Okay. Hat nicht gereicht. Das war jetzt aber auch Level 26. So ein Level 26er Maschok darf sowas auch mal überleben. Aber ein Flügelschlag, das reicht. Bams. Schwarzrück, Ludwig. So, wo haben wir den letzten Trainer? Da oben. In den kämpfen wir. Wie ist denn das Karteführer? Ich weiß jetzt hier im starken Namen der Trainer. Ja, für die Trainer. Hat er nicht ein Scaraborn oder so? Ja. Scaraborn ist ein cooles Pokémon. Gegen Scaraborn kann ich tatsächlich gar nicht mal viel ausrichten. Scheiße. Okay, jetzt hängt nur unsere Verteidigung. Reicht jetzt ein Schlitzer? Ja. Das glaube ich, wenn man nicht angreift. Aber leider ein bisschen Pech. Eugen. So, jetzt kommt dann die Arena. Da lassen wir einfach mal. Tun wir einfach mal Skyner rein, weil das macht einfach am meisten Sinn. Ich gehe jetzt auch nicht extra raus zum Heilen. Habe ich jetzt nicht nötig. Das waren jetzt nicht so starke Trainer. Und ich bin ja keine Nuzlocke oder so. Gut, also, was muss ich machen? Was muss ich? Okay. Ich muss erstmal hier hin. Zack. Dass ich dann das hier kaputt machen kann. Perfekt. Dann muss ich dorthin. Dann muss ich dorthin. Ich weiß, ich habe es vergessen. Ganz rechts die Dinger zu schieben. Ich habe es eben gemerkt. Wie unnötig diese Animation, Alter. Dass es noch hin und her wippt. Nein! So, dann war noch das hier genau richtig. Das muss ich natürlich auch machen. Ach! Nervt doch nicht, Alter. Hä? Ich laufe schon nach unten. So. Ey, ich laufe immer dagegen, dass es so nervig war. Dann kann man sich nur kurzzeitig bewegen. So.
Bam. Okay, jetzt sind wir bei der Arenaleiterin. Hilda heißt sie, glaube ich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin die Arenaleiterin Hilda, ja. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein, und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich ist Kämpfen eine erste Sache. Also bis dann. Also na dann, wieso? Fangen wir mit den Tieren. Gut, aber jetzt kommt die Phase, wo wir nicht mehr überlevelt sind. Das ist schon mal gut. Boah, wo geht dem Schatz die Attacke? Bams. War das gerade wieder Volltreffer? Ich weiß es nicht. Okay, der Eros reicht. Ich hatte nicht gegen Level 26er Maschok schon nicht gereicht. Oh, das ist hier kein Felsgrab. Oh, okay. Aber Eros hat. Hat es nicht so eine Art Erstschlagkur? Ach, keine Ahnung. Jetzt kommt Illucario. Das könnte uns vielleicht vor die ein oder anderen Probleme stellen. Wir versuchen es jetzt erstmal mit Wukong. Weil es ja Kampfstahl ist. Wir versuchen es erstmal mit Feuerattacken auszukontern. Oh, ist sogar Level 32. Okay, ist stärker als meine Pokémon. Aber das ist gut so. Immer Kraftwelle. Das stecken wir gar nicht gut weg. Oh, oh, oh. Shit. Was machen wir jetzt? Einfach der Hoffnung, er setzt nicht Kraftwelle an, setzt er Ableitieb ein. Oh, nein. Fuck. Okay. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Niklas. Niklas hat echt noch nicht so die Attacken drauf. Das kriegt er erst auch gut mit Surfer und so weiter. Ich will das Vieh auch nochmal heilen, das ist dumm. Ey, will ich mir eigentlich auf den Sack gehen? Was soll ich jetzt machen? Probleme. Jetzt tun wir nämlich noch unser Off-Row rein. Ah, nee. Benutzen den Energiestaub. Aber er trifft nicht. Das durfte nicht einsetzen, Mann! So ein Scheißdreck! Och Mann! Das. Oh, dieser Drecks-Scheiß-Ablativ-Attacke, Alter. Oh, ja! Alter, haben wir ein Glück. Nice. Ich muss nie akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Ich hatte einfach assi Glück. Die ganze Arena schon. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Bergorden. Ich sollte den Orden der Pokémon-Liga erklären. Mit diesem offiziellen Orden kannst du die vor allem Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh, du hast jetzt 4 Orden. Das heißt, dass die Pokémon bis Level 50 gehorchen werden. Und das ist auch für dich. Also das Ableitieb.
Dieses TM 16 beinhaltet die Attacke Ableithieb. Sie fügt Schaden zu und raubt dem Ziel KP. Ja. Ey. Boah, dieses Spiel. Oh, da ist ein Schier schon wieder. Marcel, eigentlich, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Ein paar dieser Rübel von Team Galactic haben sich mein Pokédex geschnappt. Jetzt brauche ich deine Hilfe, allein kann ich ihn nicht zurückholen. Ich warte vor den Lagerräumen von Team Galactic. Bitte komm. Ja, ich gehe erstmal meine Pokémon zahlen. Bams, ab ins Pokémon Center. Ey, du, heil mich. Heil mich. So, erstmal gehen wir nach da oben, weil. Gibt es hier nicht ein Item? Das ist ein Sonderbonbon. Da wie ich das alles noch weiß. Und dort unten bei den Lagerräumen war es ein Item oder ein verstecktes Item? Darum, wir kommen übrigens Porygon. Ah, der ist ein Item. Ein Sternenstück. Oh Marcel, sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch dieses Team Galactic, diese schrecklichen Leute. Sie wollten vor einer Weile Professor Ivers Forschungslab. Ergebnisse im Jubelstein erwähnt, weißt du noch? Tja, und jetzt haben sie mir mein Pokédex geklaut. Bitte hilf mir wieder zu lang. Lass uns zusammen kämpfen. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken müssen. Diese fiesen Schurken werden mit ihrer Mannschaft nicht davon kommen. Dafür sorge ich. Okay. Ich wollte es doch gar nicht, Skyline Vornamen. Flügelschlag. Okay, jetzt oben ist eingeschlafen. Richtig useless eigentlich. Aber jetzt können wir auch einfach ohne Bedenken auf die Bunkel eindreschen. Bams. Aber jetzt ist die Bunkel auch down. So easy, ja. Und? Wow. Wow, Pipi. Metallsound. Du buffst mich, ey. Mit Honomas wäre gekommen. Urteilskraft! Alter! So, das ist nicht diese Arceus-typische Attacke. Nochmal getroffen. Einfach nochmal. Damit sind die auch besiegt. Bams, bams, bams. Ach, das stinkt doch bis zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns noch Hauptquartier neue besorgen. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universums. Hier, nimm schon deinen dämlichen Pokédex. Pah! All den Kram, den wir bei uns im Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das wir sind. Rüpel, frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab.
Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von dem Galaktik hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob alles ihnen gehört? Marcel, wie kann ich dir nur danken? Ohne meinen Pokédex wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistentin von Professor Eibe ist es wirklich unersetzlich. Was hast du denn als nächstes vor, Marcel? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut auf Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Habt ihr keine Furcht, meine Kinder? Ich bin im Windeseile hergeilt, als ich von duellischen Kindern und Team Galaktik hörte. Meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Oh, da ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Jubelstadt. Wie ungehobelt, doch mein Genie zu erkennen ist Teil des Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Team Galaktik hat mir meinen Pokédex genommen, deswegen bin ich wütend. Es ist mir einfach so ausgerutscht. Ich gehe jetzt besser. Nehmt euch vor Team Galaktik in Acht. Das spielt jetzt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von dem Galaktik sind das, die mich interessieren. Habseligkeit eines Kindes zu stehlen scheint eine ungewohnt harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich von der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihr Gelände untersuchen. Komm mit, wir werden es unseren prüfenden Blicken unterziehen. Ah, mein unvergesslicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als den Fläuschen nicht zu verfolgen. Oh, diese versteckte Maschine, die hält Attacke fliegen. Marcel, ich überlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Was haben wir aus dieser Übung nur gelernt? Nicht viel. Nun ja, interessanter ist es sowieso, dass ich in der Spielhafte ausschnappte. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nur im Sinn haben, wir wissen es nicht. Doch sie sind zweifellos grässlich. Okay, meine Attacke. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, mit der Attacke im Gepäck, was ist für den Part? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir wünschen viel Spaß. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.